Oh Gott, über 7 Runden. Oh Gott, das allerletzte Rennen ist bestimmt so 24 Stunden von Le Mans oder so. Ha. So. Mal schauen, ob da jetzt was draus wird. 7 Runden. 7 Runden. Sieben. 6 Runden waren schon zu viel. Aber jetzt 7. Oh mein Gott. Also EA, das sind schon Sadisten, ne? Also damals wie heute, das hat sich nur verlagert. Das ist unglaublich. Ist unglaublich. Eieiei. Ja, immerhin, es sind 7 Runden, ne? Viel Zeit, um Fehler wieder, naja, wettzumachen, ne? Oh mein Gott! 7! Ah, und dank des Gummibandprinzips, welches hier auch Verwendung findet, was man deutlich merkt, ja. Sind das eigentlich schon 6 Runden umsonst? Es ist Ausdauer, es ist Geduld, es ist Durchhaltevermögen, es. Auto! Mach das, was ich sage, nicht was du willst. Verdammt nochmal. Übrigens, ich bin auch nur für das verantwortlich, was ich sage und nicht für das, was ihr darunter versteht. Ne? Ach Gott. Super. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich werde heute mit der Aufnahmesession nicht fertig. Ah, das wird schlimm. Verdammte Scheiße. Immer so ein Scheiß, immer so ein Blödsinn. Immerhin, wir sind jetzt schon in der dritten Runde. Es geht ja doch relativ schnell. Hör auf, so einen Blödsinn zu machen. Danke. Das hat mir ein bisschen geholfen. Oh Gott. Oh mein Gott. 7 Runden, das sind zu viel. 7 goddamn Runden und ich mache Blödsinn. Aber hier fährt, glaube ich, zumindest kein Verkehr, ne? Wieso mache ich denn dann trotzdem so viele Fehler? Ja. Tja, unglaublich. Dieses Spiel. Hi. Heftig, heftig, heftig. Mir fehlen da gerade die Worte. Ich mach so viel Blödsinn. Ah, aber Gummibandprinzip, ne? Es ist egal, ob ich Blödsinn mache oder nicht. Ich kann es mir halt erlauben. Yes, ich habe ihn zumindest nicht geschubst. Und obwohl ich so viel Fehler mache, ich sehe die vor mir ja immer noch. Es macht quasi keinen Unterschied, wie ich in den vorherigen Runden fahre. Es gibt dann nur eine Bestrafung bei dem Runden-K.O. Oh, noch eine Idee für Need for Speed Underground 3 vielleicht. Massenrennen. Stellt euch mal vor, so 50 Autos, die darum konkurrieren, wer zuerst ins Ziel kommt. 50 Autos. Oder 100. Ich meine, stellt euch das mal vor. Klar, das ist schon ordentlicher Traffic so für einen einzigen Server, für eine einzige Map, aber. Hey, das wäre doch. Das wäre doch was. Ah, sehr schön. Nitro behalte ich für die letzte Runde, weil die letzte Runde ist ja bekanntlich am wichtigsten. Was war das denn bitte? Danke. Hörst du damit auf? Ah, ey. Das ist. Wer ist das? In dem Gelben? Wie heißt du, Kollege? Ne? Matt? Matt Damon. Ja, jetzt habe ich dem direkt schon eine Persönlichkeit gegeben und einen Charakter und ein IQ. Matt Damon. Ja. Wer Team America kennt, so heißt der Film, der wird wissen, was ich meine. Matt Damon.
Genau. Miauts, genau. Und... Oh, wieso? Es ist unglaublich, was dieser Wagen für Kunststücke machen kann. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Es ist unglaublich. So, und jetzt sieht das wieder so aus wie in der zweiten und dritten Runde. Ich schlucke ständig den Staub der anderen vor mir. Und das gefällt mir nicht. Aber was irgendwie auffällt, jetzt erst, nach 103 Rennen, bei denen kommt viel öfter so eine Rauchspur als bei mir. Ho? Das ist ja interessant. Darauf habe ich vorher nie wirklich geachtet. Das ist wie bei meinem Alice Let's Play, wo ich erst später herausgefunden habe, dass die Schmetterlinge um Alice herum die Anzahl der noch verfügbaren Doppelsprünge anzeigen. Oder Luftsprünge, um es so zu sagen. Das ist die fucking letzte Runde. Danke fürs Abbremsen. Beziehungsweise von der Wand fernhalten. Daraus wird nichts. Daraus wird nichts. Sieben Runden. Ich brauche irgendein Thema, worüber ich mich aufregen kann. EA, komm mal her. Scheiße. Wow. Tschüss. Wir machen das gleiche wie vorhin. Erstmal weg mit dem einen. Das hilft mir. Und ja. Jetzt kann ich wieder über EA lästern, ne? Das mache ich ja so gerne. Obwohl ich auch einige Spiele von EA spiele. Tja. Das kommt halt davon, wenn man Kunde ist, ne? Das kommt halt davon, wenn man die Spiele an sich gut findet. Nur die Art und Weise nicht, wie die damit umgehen. Ne? EA? Verdammt nochmal. Ja, aber die wollen ja auch nur Geld machen. Sie müssen ja auch ihre Brötchen verdienen und so. Ja, EA. Ich sollte mal über was anderes lästern, als immer nur EA. Es wird ja langsam eintönig. Tja, über was könnte ich denn lästern? Lästern, lästern, lästern. Mein Name ist Lester. Hahaha. Yes. Zumindest mal gut getimed. So, das heißt, jetzt sind wir ganz vorne. Das ist eigentlich mal angenehm. So habe ich zumindest nicht den Druck aufholen zu müssen. Dafür habe ich dann leider den Druck, Erster bleiben zu wollen, / zu müssen. Damit nicht mehr so viel Blödsinn passiert. Ah, verdammt. Das ist Matt Damon. Es ist unglaublich, was sie für eine Steuerung haben. Ich möchte auch so abbremsen können wie die. Machen die das irgendwie mit der Handbremse oder was? I don't know. I don't get it. Hossa. Und links lang. Versuchen auf der Straße zu bleiben. Das lässt einen nämlich nicht verlangsamen. Aha, so, nämlich auf der Erde zu fahren, macht einen ja doch ein bisschen langsamer, als man es gebrauchen kann. Oh! Wow! Wow! Ich bin sehr froh, dass ich das auf Video habe. Ah, für sowas lohnen sich doch wirklich Let's Plays. Für so schöne Spielmomente, die man dann aufnimmt, die festgehalten werden. Ah, das war geil. Das ist nicht so geil. Oh Gott. Oh my gosh, oh my God.
Und hinter mir wird ganz viel abgerissen, so wie es sich gerade angehört hat. Ah, das ist schon schön. Das Spiel ist schon lustig. So, endlich mal besser bekommen, diese Kurve. Ah, wie sich der eine Typ wahrscheinlich so hätte aufregen müssen, wenn das ein Online-Rennen gewesen wäre. Das wäre so böse. Der hätte wahrscheinlich, wow! Ich glaube, der hätte mich aber gerade volle Kanne weggehauen. Wäre ich etwas früher da gewesen. So, jetzt hör auf, so blöd zu springen. Es ist immer das Gleiche. Immer knallt er dann noch gegen die Wand. Verdammt, what? Bleib bodenständig, RX-7. Wir sind in der 5. Runde. Okay. Ich werde gerade leider überholt. Oh. Sag ich mal so, Autokontakt, das ist schon böse. Oh. Lass mich gewinnen. 7 Runden, das ist zu lang. Verdammte Scheiße. Oh. So, diesmal... Ja, bleib einfach so, Wagen. Ja, jetzt bin ich Letzter. Theoretisch könnte ich das gesamte Rennen jetzt nochmal komplett neu starten. Aber es sind noch 2 Runden übrig. Mit dieser natürlich eingerechnet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sollte es vielleicht doch darauf hinausgehen, dass ich über 100 Loses habe? Oh Gott. Oh Gott. Ich will's ja nicht hoffen. So. Jetzt ist schön in die Kurve. Nein! Scheiß Pixel. Unglaublich. So. Wieso? Wieso macht ihr das so schräg? Gehst du wohl weg? Verdammt nochmal. Kannst du nicht richtig Auto fahren? Rossa, Rossa. Ah. Wer bremst, verliert. So sagt man ja. Oh, die kriege ich doch nicht mehr. Obwohl, die sind so nah und wieder schon so fern. Das ist... Verdammt nochmal. Das ist anstrengend, liebe Kinder. Fuck! Fuck, 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 fuck. Zumindest bin ich nicht Letzter. Ich glaube, das wird problematisch. Ich habe irgendeinen Wagen freigeschaltet. Entschuldigung, da war ich jetzt zu schnell. Damit habe ich nicht gerechnet.